So, wer ist am Start? Hallo, ich hoffe, ich verschrecke dich nicht, wenn es schon so creepy bei dir ist. Oh mein Gott, creepy. Aaron, wie geht's dir, mein Lieber? Alles gut? Ja, alles gut, ne? Ich bin sehr müde tatsächlich. Ich weiß nicht, warum. Es ist noch gar nicht so spät, aber ich weiß nicht. Tatsächlich. Aber ja, ist komisch. 21 Uhr, eigentlich fahre ich da so hoch, aber gerade irgendwie nicht so. Ja, Mann, erzähl mal, wo kommst du her? Was hast du für eine Frage? Was hast du für einen Talk für uns? Also, wo komme ich her? Ich komme aus Berlin. Berlin ist natürlich Hip-Hop-Hauptstadt, aber ich rede jetzt leider nicht mit dir über einen Berliner, sondern über einen Hamburger Kollegen. Es Ja. ist mir jetzt aufgefallen, dass, also mein Thema wäre jetzt so ein bisschen oldschool-mäßig auf Leute wie Samy Deluxe bezogen. Ja? Also der ist ja jetzt 27, 28 Jahre dabei und irgendwie geht es immer weiter bergab. Der hat jetzt auch einen Podcast gemacht, der kommt jetzt auch nicht mehr so gut an. Oder hätte ich dich mal gefragt, so wie kann man solche Künstler noch irgendwie retten oder wie kann man da sich anpassen? Weil bei dem hat es ja zum Beispiel absolut nicht geklappt. Lass mich kurz Tabletten nehmen für den Talk. Ist es so schlimm? Ja, nicht wegen Sammy. ich muss ein paar Tabletten nehmen. Stimmt. Kannst du das nicht sehen oder siehst du mich gerade? Kannst du mich eigentlich sehen oder nur hören? Ja, ich sehe dich, aber ich glaube, das ist ein bisschen verzögert. Ich Ja, ist ein weiß es bisschen aber nicht. verzögert. Ja, nee, ich musste ein bisschen Teledin nehmen, um klar zu kommen. Also, ein bisschen crazy Frage, muss ich sagen. Wieso hast du das Gefühl, dass bei Sammy bergab geht? Nur weil er jetzt gerade, keine Ahnung, seit ein paar Jahren nicht im Hype ist. Ich meine, man ist ja immer nur ein paar Jahre im Hype. Danach ist man entweder established und macht halt seine Mucke ganz normal. Ein paar Künstler schaffen auch den Hype zweimal. Aber wo läuft das denn bei ihm nicht? Der macht, wenn der auf Tour geht, sind Leute am Start. Der macht diesen Podcast, ich finde ihn gar nicht mal schlecht. Nö, der ist gut. Aber was findest du jetzt daran? Was soll ich ihm retten jetzt? Wie? Digga, er hat immer noch mehr Kohle als ich, muss ich dazu sagen. Restaurant zwar jetzt geschlossen, aber ich glaube auch. Nee, der hat ja mal, Ach, ich weiß nicht, Restaurant ob ist du das mit geschlossen? In dem Restaurant war ich gefundenes mal. Wissen. Ja, gefunden, da war ich Ja? mal. Ja. Ja, ist schon 3 Jahre her oder so. Vor 3 Jahren Ja, oder ich so. glaube. Aber finde ich auch geil. Haben die geil gemacht, geiler Name auch. Aber ey, du, weiß nicht, ob das jetzt bei dem nicht läuft. Nee, was so mein ausschlaggebender Punkt war, ich weiß nicht, Ja? ob du das mitbekommen hast. Der hat mal 2012 ein Album gemacht unter so einer Kunstfigur. Sorge oder Unter was? so, Herr Sorg. ganz genau, Herr Sorg. Und da hat er ja probiert, so sich ein bisschen anmaßend so an den neuen Style ranzufinden. Und das hat ja absolut gar nicht geklappt. Also das Album ist ja katastrophal gechartet und danach auch die Sachen gingen ja immer weiter bergab so. Und der hat dann auch nicht irgendwie nochmal so eine Abphase und irgendwie. Anders jetzt zum Beispiel zu einem Savas, so jungen Leuten sagt das ja kaum noch was. Okay, warte mal. Ich glaube, Sammy müsste schon auch den in Anführungszeichen jungen Leuten noch was sagen. Der hat ja eine Größe. Das ist. Ich gucke jetzt mal. Ich guck mal, während wir reden, auch noch mal in den Chat, was die Leute sagen. Aber diese Geschichte mit Herr Sorge. Ich glaube übrigens, ist das nicht auch sein bürgerlicher Name? Ja, Sammy Sorge heißt er. Genau, der heißt doch irgendwie sowas, ne? Genau. Also von daher, nee, witzig, dass er das als für die Kunstfigur Sorge benutzt hat mit Gitarre und bla. Ich fand, wie gesagt, ich fand es damals einerseits fand ich es cool wegen Experimentieren und bla. Und ich finde es immer cool, wenn Leute was probieren und experimentieren. Andererseits war es auch so ein bisschen so, in der Zeit haben viele sozusagen das Boot, dieses sogenannte Boot Hip-Hop verlassen, weil es lief nicht gut. Ich will ihm das jetzt nicht vorwerfen, aber es gab die Zeit. Auch Sam, Curse, wollte ich sagen, Curse, Curse the Merse, Curse, Sammy und viele andere, viele, viele andere. Ich glaube, das war auch die Zeit, wo Snagger Pillard auch aufgehört haben. Viele haben aufgehört in der Zeit und das war einfach eine ganz schreckliche Zeit auch für Hip-Hop, für Musik, für in Anführungszeichen, für Geld verdienen, also für davon leben, sagen wir es so, davon leben war schrecklich. Da kamen viele Faktoren gleichzeitig zusammen. Das ist gut für einen anderen Talk. Ne? Downloads, CD-Verkäufe gingen zurück, bla bla bla. Aber es gab kein Streaming, bla bla bla. Deswegen hat jeder plötzlich irgendwas angefangen. Jeder hat sich auch, alle haben sich auch immer so schwer getan, den upcoming Straßenrap, Haft, Cello Abdi, da, dies, das war gerade zu der Zeit am upcoming, sich damit irgendwie zu
ja, in Anführungszeichen so, ja, die machen Rap kaputt. Das ist nicht mehr unser Rap, war früher der Film so, zu der Zeit der Film. Ja, dann haben plötzlich viele angefangen, Experimentiersachen zu machen oder sich wegzubewegen vom Kern-Hip-Hop. Das alles, was ich gesagt habe, ist jetzt nicht bezogen nur auf Sammy oder speziell auf Sammy, aber ich will damit nur sagen, das war eine sehr schwierige Zeit. Das ist jetzt das Thema so. Aber finde jetzt nicht, dass bei Sammy nicht mehr läuft oder so. Ich denke einfach, es ist ein ganz normaler Prozess. Er war ein paar sehr, er hat sehr viele Jahre Rap dominiert. Sehr viele Jahre war er einer der größten so. Immer noch ist er einer der größten Talente, ist ja klar, vom Talent her und so ist ja klar. Aber er ist halt nicht mehr im Hype, also ist ja klar. Das sind andere Leute, sind jetzt im Hype, aber das ist ja ein ständiger Wandel. Aber ich denke, wenn der ganze Mann, wenn er auf Tour geht nächstes Jahr wieder, dann. Weißt du, ich habe sogar das Gefühl, ehrlich gesagt habe ich sogar das Gefühl, dass Leute wie Sammy jetzt wieder im Trend sein könnten. So, weil die Leute vielleicht ein Warum? bisschen die Schnauze, die Leute haben ein bisschen, wir hatten ja vorhin den Talk, dass diese ganze Freitags-Releases, jede Woche kommen 40 neue Singles gefühlt. Und davon sind 30 auch noch gut. Und jede Woche hast du das Gefühl, es sind 10 neue Stars am Start. Irgendwie der kommt von TikTok. Der Typ ist auf YouTube groß. Ah, wer ist das aber? Den kenne ich gar nicht. Hook ist nicht mal schlecht. 30 Millionen Tracks, 30 Millionen Views auf dem Track. Ja, der rappt seit 16 Uhr. So mäßig, gefühlt seit gestern. Also, diese Überflutung der Namen, der neuen Namen, der neuen Leute, die neue Musik und jede Woche. Ich glaube, das führt dazu, dass die Leute zu dem gehen, auch wieder, was schon alt eingesessen ist, was du gewöhnt bist. Und ich glaube, Leute wie jetzt zum Beispiel Samy Deluxe, aber auch so Kool Savas und so Sido und so, die könnten Gewinner dieser Geschichte sein, sozusagen, in Anführungszeichen. Dass man halt so wieder Bock hat auf so einen Künstler, den man kennt, den man versteht, den man auch komplett kennt, nicht nur einen Song. Wie ich vorhin gesagt habe, Singles gegen Alben, Singles gegen Künstler. Und Sammy, das ist das ja. Der ist ja auf jeden Fall durch und durch ein Albumkünstler, ein Künstler. Ist ja jetzt nicht nur ein Hit von dem, den man kennt. So, wenn man ihn kennt, dann kennt man Alben. So, also deswegen, ich denke, ja, das, wenn deine Frage einigermaßen beantwortet ist. Bisschen schwierig auch. Ich wollte bei Savas nochmal kurz Bitte. reingrätschen, weil ich Ja. finde, das kann man nicht wirklich vergleichen, weil der probiert ja auch neuere Sachen aus und er findet sich ja auch ein bisschen neuer, wenn man sich jetzt die neuen Sachen anguckt, AMG und noch ein Song, dessen Namen ich gerade vergessen habe, dann sehe ich da irgendwie so ein Progress und eine Entwicklung, aber wenn du jetzt bei anderen Künstlern, jetzt war mein Beispiel Sammy, aber das kann man ja auch auf viele andere übertragen, da kann man den Song aus 2005 und 2015, sage ich jetzt mal, vergleichen und du wirst nicht wirklich merken, von wann das kommt. Entschuldigung, bei Sammy meinst du? Zum Beispiel, ja. Ja. Boah, da so gut. Schwer zu sagen, weil ich muss sagen, die letzten Jahre ich jetzt nicht mehr so verfolgt habe, was Sammy so macht. Die letzten ein, zwei Jahre hab nur sein Red Bull Special gesehen. Wenn du das gesehen hast, diese Ja, Red das war ja Bull-Aufführung, cool. das war mega, da hat man auch nochmal gesehen. Er hat ja gesagt, das war eine ganz schreckliche Veranstaltung. Er wird da nie wieder hingehen. Also, er war nicht so Fan. Sah auch so aus, ehrlich gesagt. Wie eine Er hatte sehr keinen Spaß. chaotische, schreckliche Veranstaltung. Aber hast du recht. Der ist keiner, der auf diese ganz neuen Trends geht und so. Der ist so ein bisschen, guck mal, wenn man das Gute darin sehen will, das ist so ein bisschen wie auch mit Jay-Z. Jay-Z hat auch mal Dead of the Autotune gemacht, ist auch schon lange her. Keinen Bock hat er auf diese neuen Scheiß, der geht auch immer nicht auf die neuen Scheiß. Macht immer seinen Scheiß, sein Ding und entwickelt sich in seinem Ding weiter. Andererseits, ich weiß nicht, willst du Sammy jetzt auf so ein Autotune Drill irgendwas hören? Das Ding ist, ich bin ja, Ich glaube nicht. ich bin ja riesiger Fan und habe ja auch wirklich alle, also jetzt anders wie du, wirklich alle Sachen auch immer gehört und auch die neuen Sachen feiere ich komplett. Ja. Aber da ist mir das halt auch aufgefallen. Ich bin jetzt 16, ja, und ich
wenn ich so umhöre, dann kennt das keiner. Und deswegen dachte ich, dass das so der ausschlaggebende Punkt war, dass er eben gar keine neue Zielgruppe mehr erreicht. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Savas daneben stellt, der ungefähr aus derselben Zeit kommt und auch eine Entwicklung durchgemacht hat, so, der hat seinen Namen irgendwie besser halten können. Okay, das muss ich dir geben, das stimmt. Das sehe ich auch so. Ich sehe das auch so. Savas ist durchgehend am Start. Er macht auch viele Features mit neuen Leuten, mit auch neuen jungen Leuten. Ne? Der macht einfach so Feature mit Mel. Mel hat drei Releases in ihr Leben. So, er macht es einfach, weil er die geil findet. Also weil er musikalisch passt. Dann er macht einfach mit irgendwelchen Straßenjungs was. Heute kann ich gar nicht mehr reden. Ich muss Nasenspray gleich holen. Ich will nur sagen, Savas war eh immer ein bisschen mehr, bisschen, also was man so sagen, ein bisschen mehr Street als Sammy, glaube ich. Ja, Und safe. glaube, dadurch, dass wir, man kann ja sagen, Deutschrap ist schon insgesamt 10, 15, 20% insgesamt, vielleicht sogar mehr, 30%, wenn du dir den ganzen Modus anguckst und die ganzen Spotify und so. Ist schon mehr straßiger geworden als früher, viel mehr eigentlich. Und ich glaube, das spielte zwar mehr in die Karten als Sammy, wenn wir so ganz politisch korrekt ausdrücken wollen. Aber man darf nicht vergessen, Savas gibt Gas und Sammy hat schon, glaube ich, größere Pausen hingelegt. Kann das sein? Du bist ja jemand, der die Alben verfolgt hat. Würdest du das so sehen? Also Ich habe wirklich. zeittechnisch auf keinen Fall. Also der hat, glaube ich, jedes Jahr ein großes Album rausgebracht, wenn ich jetzt so Sammy. drüber nachdenke. Ja, der hat so eine kleine Okay, Pause krass. Wow. in den frühen 2000ern, aber der hat jetzt, 2019 kam ja ein neues Album, 2018 kam was, 2017 kam was, 2016 kam was, 2015 kam was, 2014, also da kam wirklich jedes Jahr was. Aber das sind Und schon drei, dabei da sind 2, 3 Jahre immer dazwischen, was du gesagt hast. Du hast gesagt 2014, 17, 19. nee, nein, 2019 kam jetzt das Ja, Neueste, 19 kam. 18, 2018 okay. kam dann sein, nee, eigentlich jedes Jahr, bis, ich Okay, glaube, krass. 2013 kam nichts. Aber 2012, 2011, also wirklich, er hat eigentlich jedes Jahr ein großes Ding. Ich weiß Und wenn es man sich nicht, das also auch. was du hast echt recht, wenn du das jetzt so sagst, ne? Weiß ich gar nicht, ob ich das, weiß ich nicht, Alter. Bei Savas kriege ich das immer mit. Ja, der hat, hast du 2019 jetzt im Dezember hat er sein neues Ding gedroppt. Dezember zwar auch immer eine schwierige Release-Zeit so. Wie hieß das neue Ding denn nochmal? Hochkultur. Zum Beispiel, das kenne ich. Ich google das mal, Hochkultur. Zum Beispiel, es gibt jetzt, der Sein hat Podcast irgendwie heißt ja auch zwei. so, das so Hochkultur Sammy. Ja, genau. Genau, das war der. Aber. Das nächste Album nennt er dann Hochkultur 2, hat er schon angekündigt, also auf ganz kreativ. Nee, aber der hat auch immer so. Manchmal hat er so kleinere Alben. 2017 hat er irgendwie so eine 8-Track-EP, aber eigentlich hat er immer was gebracht. Wow, crazy. Ich kannte, also wie gesagt, ich kriege immer mal wieder einen Track mit auf jeden Fall. Aber zum Beispiel, was ich geil fand, ist, der hat mal mit Chefgett ein EP zusammen gemacht. Da kam ja letztens auch ein Song zusammen raus für Chefgöts Ja, Album. genau. Ich weiß nicht mehr gerade, wie der hieß, aber der war halt auch wieder so ein bisschen oldschool-mäßiger und hat nichts, was neue Leute anspricht. Das war jetzt auch ein Song von Also ich glaube Chefgöt, da auch, kann man ihn. ja, ich glaube auch, das ist das Thema. Neue Leute werden da nicht angesprochen. Es werden alte Fans bedient. Und boah, schwieriges Thema. Ich weiß es nicht, Alter. Ganz ehrlich. Hat ja letztens dieses MTV-Ding gemacht auf dem Boot, auch mit Echo, wie halt diese ganzen Leute da halt. Moldschöpf war auch dabei, Mo Moldschöpf, war erinnere ich dabei. mich noch dran. Mo noch einer der freshesten, in Anführungszeichen jüngeren, fresheren. Also was, das ist frech. Die anderen waren jetzt nicht unfresh, aber die sind nicht mehr so. Max Herre und Joy Delalani und diese Filme waren da alle, glaube ich. Und das ist halt immer, du hast recht, es ist irgendwo immer irgendwo, ich versuche das Wort dasselbe zu vermeiden, aber es ist halt immer irgendwo, Man weiß, was man man bekommt. weiß, was man bekommt und es ist ja auch cool und so, aber also ne, kann man nicht schlecht reden, aber will ich auch nicht, aber. Es ist, vielleicht ist das so, wie du sagst. Vielleicht werden da keine neuen Hier Leute schreibt angesprochen. einer im Chat gerade, Sammy supportet auch andere Künstler mit seiner Werkstatt, weiß nicht genau, wie die heißt. Also das Ding, was er wahrscheinlich meint, ist die Kunstwerkstatt in Hamburg. Und das stimmt auf jeden Fall, was ich dann ein bisschen komisch finde. Er supportet so oft die junge
oder nicht so bekannte Sängerin manchmal für seine Hooks, aber die gibt er dann einfach nicht als Feature an und die findet man irgendwie nur ganz, ganz, ganz schwierig. Also wenn man wirklich Echt, ja? auf der 7. Seite im Booklet guckt, findet man die irgendwie. Und deswegen kann ich den Punkt auf jeden Fall nachvollziehen. Das ist ja auch so, das ist ja so ein Anlaufpunkt. Aber ich glaube, ihm wird's nicht wehtun, wenn er die Leute da einfach mal auch die guten Credits gibt. Also der hat er jetzt auch auf seinem neuen Album gemacht. Ich glaube, auf Suppengabel hieß der Song. Hat er auch, hat irgendeine Frau, ich weiß jetzt zum Beispiel nicht ihren Namen, weil er es eben nicht angegeben hat, hat einen ganzen Part gemacht und Crazy. kann man nicht rausfinden, wer das ist. Das finde ich crazy. Ja, ich weiß es nicht. Also auch Chef Baus hieß er, schreibt einer. Genau, Chef Baus hieß die EP. Fand ich sehr geil eigentlich. Aber irgendwie, vielleicht ist es, also es ist vielleicht nicht die Rap-Art oder so. Vielleicht ist es mehr die Themen. Weil die machen auch, also Chef geht ja auch, Sammy und so, die machen immer Themen auch, über die du dich auch mal, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht ist Hip-Hop gerade so, dass wirklich nur Lila, Benza, was, Mann, Alter, wie heißen die? Givenchy, Mivenchy, Das, Mars, was weiß ich, Alter, Markennames nur noch cool sind. Autotune und Markennamen. Und Ich finde es cool, Fußball, dass du Givenchy gerade nicht wusstest. warum meinst du? Ja, du trägst gerade einen Pullover von Ja, aber nee, Givenchy aus, aber der Marke deswegen. bist du ja. Nee, nee, ich Der habe wurde dir ja. geschenkt, ich weiß. Nein, ich habe ja Givenchy extra gesagt, weil ich gerade eins anhabe, aber also ich rap ja nicht über Marken. Roos ist ja wohl nicht bekannt als jemand, der Marken irgendwie großartig außer Samsung. Samsung. Nein, aber ey, Leute, ich sage jetzt einmal hier. Also, weißt du, ich bin. Also, ich kann jeden Tag. Ich könnte jeden Tag ein Givenchy-Bilder übertragen. Ich bin ja. Ich stehe ja nicht für das. Also, weißt du, es geht ja. Also auch Savas trägt super teure Sachen, hat super teure Autos immer. Aber ich glaube, Autos weiß man, aber alles andere. Er ist nicht der Markenrapper, weißt du? Das ist ja immer, für was steht man? Savas steht nicht für Marken. Ich wette, Sammy hat genug Geld und hat auch nur feinste Sachen zu Hause und hatte Nee, schon immer gar dicke nicht. Karren. Na, der hat schon auch die dicken Karren am Start, aber er steht ja nicht dafür, Bro. Nee. Weißt du, er Nein, ich meinte nur, steht. weil er sich wie ein absoluter Neandertaler gefühlt noch kleidet. Also er trägt noch 2020 Baggy Pants und feiert das Ach voll. so, das hast du jetzt gesagt. Ja, das weiß ich nicht, aber er ist auf jeden Fall gefühlt irgendwo in der Zeit ein bisschen Hängen. ja, stehen geblieben, vielleicht, keine Ahnung. Vielleicht, also, ist, ja, weiß ich nicht, ist aber Nas auch nicht anders. Ne, man hat ja auch, es ist ja auch so. Ich war sogar, ja, keine Ahnung, ich habe sogar Nas getroffen, wollte ich gerade sagen. Ja, das klingt dann wieder behindert, aber ja, ich habe Nas sogar getroffen und ich habe gedacht, der kommt. Digga, ich habe gedacht, Digga, er sah aus wie in seinem Booklet 1998, auch wie er angezogen war. Aber ist es halt so? Einige Leute machen. Ich meine, es wäre ja auch irgendwie anders, wäre es ja auch verrückt. Stell dir Sammy vor in der Modus Mio Playlist. Yo, Homburg. Ist halt so, ne? Und ich denke, in Würde altern ist ja auch das Ding. Da vergisst sein Alter nicht. In Würde Oder. altern ist gut. Ja, oder nicht? Der kann, so wie er jetzt Mucke macht, finde ich, könnte er noch jahrelang auf Tour gehen und mit seinen Fans wachsen. Weißt du, was ich meine? Lan, nimm einen Bushido. Ja, wir haben jetzt viel über den geredet. Ich habe viel auf seinen Kopf gehauen. Zu Recht. Aber jetzt mal ehrlich, ne? Mit der Musikrichtung, die der macht. Ich meine, anders als Flair hat er sich nie weiterentwickelt. Aber, oh, Stahlschwein, LKA, steche dich ab, trete deiner Mutter auf den Kopf, bla bla. Lan, wie willst du mit 45 damit auf Tour gehen? Hä? Also, weißt du? Das ist ja völlig hängen geblieben. Wie willst du dann, weißt du, was ich meine? Okay, ich gebe zu, ich frage mich das bei einem 50 Cent auch manchmal, aber seine Mucke ist noch tanzbar irgendwie. Weißt du, die Mucke von 50 ist ja so, kennst du das so? Ich höre ja auch Lemonade, diesen Track von Internet Money. Aber ich höre nicht genau hin, was der sagt. Ich höre nur, geil. Aber wenn du genau hinhörst, was der sagt, ist natürlich auch irgendwie so, Bro, Alter. Really? Aber verstehst du, was ich meine? Und dieses ganze, Ja, das ich ist. bin der Staatsfeind, ich bin LKA, dies, mies, ich messer dich dahin, ich schlage auch Schwangere, so was der so rappt. Schwanger. Ich schwöre, es gibt doch so einen Track von ihm. Da denkst du dir so, ey, Alter, hör ich. Ja, als ich jünger war, habe ich es auch nur gehört für die Atmo. Die Atmosphäre ist witzig, also so.
die Atmung ist krass und du hörst ja gar nicht genau hin. Kennst du doch. Mucke halt. Man hört nicht auf jedes Wort. Bei Sammy ist anders. Da Chefgett und so, das sind Leute Megalo. Die sagen nicht irgendeine Scheiße, wo die nicht hinterstehen, nur um zu verkaufen. Das ist eine andere Art von Mucke. Ja, das mit gut altern ist ganz cool, weil Sammy hat ja einen Sohn, der ist jetzt 19 oder so. Echt, ja? Der, ja, der ist. Ist da was los, Und. Ultra? Ich weiß es Spaß, nicht, er mein wohnt in Mann, ja. Amerika. Er Ah, wohnt in okay, krass. Amerika. Ach, von Und. seiner ersten Geschichte, der ersten Ehe oder ersten Frau oder sowas? Die ist traurigerweise zu Brüche gegangen. Ich weiß nicht, ob du die Story kennst, aber ist egal. Nee, kenne ich Und nicht. der macht Also. jetzt. Ja, ist nicht wichtig. Und der macht jetzt auch Mucke seit einem Jahr Ja. oder zwei oder so. Du fragst mich, Rap auch? Und ja, doch, ja, klar. Also, ja, bisschen melodischer halt als die Sachen vom Vater, ne? Und da merkt man, dass so dieses Altern ganz gut. Also er macht ähnliche Musik halt, so vom Style, aber wirkt halt irgendwie jünger und fresher und so. Okay, krass. Wusste ich gar nicht. Ja, das Ding 31. ist. Da kommt der neue Song von dem. Ja, schick doch mal rein nächstes Mal, wenn du bei uns im Chat bist. Würde ich mir gerne anhören. Ich kann nicht machen. Ja, also auf jeden Fall, wie gesagt, Sammy, auch so, wie gesagt, mal Megalo, Schärfi, diese Leute. Mann, das ist ja ohne die. Dicker. Wenn wir Hip-Hop noch als Kultur verstehen wollen, ne, dann boah, ohne die wird es schwer, weißt du? Deswegen, also ich bin froh, dass die so eine Musik noch mit Inhalt oder mit Gehalt machen. Bei den anderen ist das Gehalt höher, so halt, weißt du? Auf der anderen Seite, wie gesagt, im Würde altern ist schwer. Ich weiß nicht, wie die Leute heute auf Spotify Modus Mio-Liste, guckt dir die Hälfte davon, wie wollen die altern? Aber ey, andererseits, Mann. Die sind auch alle sehr, viele, viele sind sehr, sehr jung. Die entwickeln sich ja auch noch hoffentlich. Da wird sich ja noch entwickelt. Ey, Savas macht doch kein LMS mehr. Weißt du, was ich meine? Er macht auch keinen zweiten. Alle Rap, alle MCs in Deutschland. Du weißt schon, ich kann das jetzt nicht so wiederholen hier wegen Twitch, aber das macht er ja auch nicht mehr. Schwierig. Schwierig, genau. Die neuen Aber. Songs könntest du wiederholen. Hä? Die neuen Songs, sag ich, könntest du inhaltlich Ganz, wahrscheinlich ganz wiederholen, ohne genau. weggebannt zu werden. Ganz genau. So, auf jeden Fall, cool, Alter. Sehr geiler Talk, Alter. Sehr geil. Hattest du noch was oder können wir Wir nächsten können Mal uns noch? verabschieden Ja, von Mann, jemandem dann holen hier. wir den nächsten rein. Dann viel Spaß im Chat noch. Und wie gesagt, ey, schick uns doch mal gerne nochmal den Song rein hier von dem Sonnemann. Gerne. Ja, machen wir. Ciao. Du scheinst ein 1A-Fan zu sein. Ich wusste das nicht, dass du dein Sohn rappt, Alter. Voll, ja, ich kenne den ja auch. Also wir schreiben tatsächlich, also wir beide, sein Sohn und ich schreiben auch auf WhatsApp manchmal. Sehr, 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 sehr netter Typ. Ach Wirklich. krass, ja. Ja. Beste Grüße. Okay. Oh. Richtig aus. Sag ihm nicht, dass du findest, dass sein Vater hängen geblieben ist in der Zeit. Ach, der hat mir gesagt, dass er die Musik von seinem Vater dann auch nicht hört. Ja, aber ich glaube, die Tochter von Eminem hört auch die Musik nicht. Ich habe mal sogar gelesen, einmal Interview, war das Shaq oder Magic Johnson, meinte auch irgendwie, die Kinder sagen auch, ja, Michael Jordan ist unser Lieblingsspieler. So, es ist auch irgendwie so wenig. Er Irgendwie ist so. Ist bei ja dem immer Sohn so. von, ich glaube, Messi oder so ist es noch so. Der hat auch gesagt, beste Spieler ist für ihn Ronaldo. Oh mein Gott, okay. Das, ey, das geht nicht. Komplett Ey, fail. was? Es kann auch umgekehrt sein, aber ich glaube, es war so rum, dass Messis Sohn Ronaldo-Fan ist. Naja. Also, Ey, jetzt nehmen bitte wir noch am Ende lass. die Message mit, dass man seine Eltern nicht verraten soll. Ich sag dir ehrlich, ne? Wenn ich Messis Sohn wäre und ich fände Ronaldo besser, würde ich immer lügen trotzdem. Nein, Willst du mein mich Dad ist der behalten? Beste. Dann immer zu Hause so auf der Sohn auf Handy gucken. Geil. Ey Mann, guter Talk an. Mach's gut. Danke für den Anruf. Ciao. Ciao, ciao. So, ey, nicer Talk, Alter. Ey. Verrückt, ja, ich habe über sowas noch nie nachgedacht, aber irgendwie, wie gesagt, ich glaube nicht, dass man irgendwie Sammy Deluxe retten muss. Bei ihm läuft, Bruder. Bei ihm läuft.